Hier ist der Wirtschaftskalender für Donnerstag, den 18. Februar. Hier ist ein Überblick über Pressemitteilungen, die die Währungsmärkte erschüttern können. Die Schweizer Handelsbilanz für Januar ist zunächst um 7 Uhr dran. Der Handelsüberschuss verengte sich auf Monatsbasis im Dezember, als Exporte schneller als Importe schrumpften. Die Europäische Zentralbank wird die genau beachteten Januar-Sitzungsprotokolle um 12:30 veröffentlichen. Mario Draghi hat wiederholt die Handlungsbereitschaft der Geldpolitiker betont und das Protokoll könnte einige Aufschlüsse geben. Um 13.30 Uhr erscheint das wöchentliche Update der US-Arbeitslosenquote. Erstanträge sanken um 16.000 in der Woche zum 6. Februar und bestehende Ansprüche fielen um 21.000 in der Woche zum 30. Januar. Philadelphia Fed Manufacturing Index für Februar erscheint zugleich. Im Januar verbesserte sich der Index etwas, bleibt aber im negativen Bereich. Und der kanadische Großhandel für Dezember wird auch zu diesem Zeitpunkt zur Verfügung stehen. Der Umsatz erholte sich stark im November und kehrte den viermonatigen Rückgang um. Der US-Frühindikator für Januar kommt um 15 Uhr. Der Index rutscht im Dezember ab, durch rückläufige Baugenehmigungen und Aufträge gedrückt. Um 4.30 Uhr in der Früh wird der japanische Allindustrieindex für Dezember veröffentlicht. Im November war der Index schwächer als erwartet, mit Rückgängen in allen Teilsektoren. Ich bin Monika Gibson mit dem Wirtschaftskalender für Donnerstag. Morgen bringen wir den Kalender für Freitag. Auf Wiedersehen.